Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Für mich gibt es beruflich nichts Spannenderes als eine selbstständige Tätigkeit. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich Ihnen Herausforderungen und Chancen zur Ausbildung und Gewinnung von Unternehmern vorstellen darf. Kurz zum Hintergrund. In allen Ländern herrscht ein großer Mangel an Unternehmern und Fachkräften. Damit sind natürlich die künftig durchaus guten Wachstumschancen der Kleinunternehmen erheblich eingeschränkt. Die Anzahl der jüngeren Erwerbspersonen nimmt aus demografischen Gründen bis 2030 um bis zu 25% ab. Wir haben eine hohe Überalterung der derzeitigen Firmeninhaber. Und es ist sehr schwierig, den Bedarf an Unternehmensnachfolgern und an Existenzgründern zu decken. In Ländern mit schulischer Berufsausbildung und mangelnder beruflicher Weiterbildung ist der Mangel an Unternehmern besonders groß. Eigentlich muss die Zahl der jungen Unternehmer jährlich um mindestens 5% steigen, nimmt aber aktuell kontinuierlich ab. Von der sehr hohen Zahl der Studierenden können wir leider auch nur begrenzt Unternehmer für kleine und mittlere Unternehmen gewinnen. Deshalb sind neue Wege erforderlich, um Unternehmer zu gewinnen und um Unternehmensübertragungen und Existenzgründungen auch künftig zu sichern. Dieses Bild zeigt 7 Unternehmer. 4 davon sind verdeckt, weil sie in 20 Jahren nicht mehr da sein werden. Also mehr als eine Halbierung der Unternehmer. Dies noch einmal zur Illustration. Welche Herausforderungen sind zu bewältigen? Über 60% der Schulabgänger wählen ein Studium, die nach dem abgeschlossenen Studium über eine gute Theorie verfügen, aber keinerlei praktische Erfahrung haben. Sie sind dann danach, wenn sie in einem Unternehmen tätig sein wollen, praktisch 3 Jahre noch Lehrling. Vielleicht besteht die Gefahr, dass mit den hohen Studentenzahlen die Arbeitslosen von morgen erzeugt werden. In kleinen, mittleren Unternehmen ist es unwahrscheinlich wichtig, dass der Unternehmer sowohl über eine fundierte Theorie, aber auch über berufliche Praxis, über berufliche Theorie, über berufliche Erfahrung verfügt. Und dies ist leider heute mit den Studiengängen, die wir haben, nicht oder nur sehr begrenzt möglich. Die Berufsausbildung hat leider ein negatives Image erhalten. Insbesondere die schulische Berufsausbildung ist auf ein schreckend tiefes Niveau abgesagt. Viele empfinden die Ausbildung als Sackgasse. Unternehmer beklagen mangelnde Kompetenzen bei schulischen Berufsausbildungen. Und es gibt eine sehr geringe Weiterbildung in vielen Ländern des Ostseeraumes. EU-Ziel ist, dass jährlich 15% aller Erwerbspersonen eine Weiterbildung absolvieren. In Polen und in den baltischen Ländern liegt diese Quote nur bei 3 bis 5%, in Skandinavien dagegen bei 20 bis sogar 30%. Vor diesem Hintergrund fragt der Professor aus der Universität, wie können wir helfen und Unternehmer qualifizieren? Der Firmeninhaber, der eine Nachfolger sucht, sagt, folgendes sind die zentralen Lösungen. Wir brauchen eine Ausbildung von Technikern und Meistern. Das ist die 2. Stufe der Branchenkompetenzzentren. Und wir müssen zusätzlich unbedingt duale Bachelorstudiengänge realisieren, nämlich eine 3. Stufe der Branchenkompetenzzentren zu entwickeln. Duale Studiengänge verbinden optimal Theorie und Praxis mit höchster Qualität. 50% der Ausbildungszeit wird in der beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit im Unternehmen verbracht. 50% der Ausbildungszeit betrifft das Studium an der Universität. Kreditpunkte werden sowohl für die Ausbildung im Unternehmen, natürlich auch für die Ausbildung in der Hochschule ergeben. Wie sieht ein dualer Studiengang nun aus? Wir haben einmal 50% Studium an einer Hochschule oder Universität, 50% Ausbildung im Unternehmen. In den ersten beiden Jahren kommt dann auch hinzu eine theoretische Ausbildung der beruflichen Ausbildung in der Berufsschule.
Dies wird dann abgeschlossen nach 2 Jahren mit einer Ausbildung als Geselle oder Facharbeiter. Das Studium wird dann fortgesetzt und hat dann einen Abschluss als einen anerkannten Bachelorabschluss, beispielsweise Bachelor of Arts. Diese Studiengänge sind in allen Studienbereichen möglich. Ziel muss es sein, die Besten als Unternehmer oder Führungskräfte für kleine und mittlere Unternehmen zu gewinnen. Und dazu sind nach unseren Erfahrungen duale Bachelorstudiengänge sehr gut geeignet. Ein duales Studium verbindet, wie ich bereits sagte, berufliche Ausbildung und Tätigkeit im Unternehmen mit einem anerkannten Bachelorstudium. Es sind fast rund 1.700 bis 1.900 Stunden und hat den Abschluss Bachelor und Facharbeiter und Geselle. 12 verschiedene duale Studiengänge wurden mittlerweile mit sehr großem Erfolg in Deutschland von den Partnern der Bodixier Akademie realisiert, und zwar von der Hochschule 21 aus Buxtehude und von der Berufsakademie Hamburg. Diese Realisierung erfolgt in beiden Einrichtungen mit kleinen und mittleren Unternehmen, und die Unternehmen sind voll des Lobes über diesen Ausbildungsweg. Beide Hochschulen sind private Hochschulen, das heißt, es mit Studiengebühren bezahlt werden. Zahlungspflichtig ist der Student. Doch mit weitem Abstand die Mehrzahl der Unternehmen, die sich daran beteiligen, übernehmen auch die Studiengebühren, weil sie sagen, wir bekommen damit passgenau die Unternehmer und Führungskräfte, die wir brauchen. Wir wollen gerne diese dualen Studiengänge als dritte Stufe der Branchenkompetenzzentren entwickeln. Die Implementierung kann sofort erfolgen. Modulhandbücher, Prüfungen und Ordnung, alle Unterlagen liegen vor, nämlich von den beiden Hochschulen aus Deutschland. Ein zweiter Weg ist die Verknüpfung eines Bachelorstudiums mit einer Meisterausbildung. Das ist deshalb sehr wichtig, weil nach den deutschen Erfahrungen über eine Meisterausbildung, die ja sehr stark berufliche Praxis und berufliche Theorie miteinander verbindet, Unternehmer und Führungskräfte für kleine und mittlere Unternehmen gewonnen werden können. Dann erreichen die Studenten nach 2 Jahren wieder den Abschluss als Geselle oder Facharbeiter und nach 4 Jahren den Bachelor und einen Meisterabschluss. Und der Meisterabschluss beinhaltet gleichzeitig die Berechtigung zur Ausbildung von Jugendlichen in Unternehmen. Die kombinierte oder integrierte Ausbildung als Bachelor und Meister umfasst 1.800 bis 2.200 Stunden und mit dem Abschluss Bachelor und Meister. Konzepte, Curricula, Modulhandbücher, Lehrmaterialien, Prüfungsordnung wurden fertiggestellt, und zwar von der Hochschule 21 in Deutschland aus Buxtehude für Bauingenieurwesen, Zivilingenieur und Meisterausbildung in Bauberufen. Einen noch innovativeren Studiengang hat die Technische Universität Vilnius entwickelt, nämlich einen integrierten Studiengang, in dem die Ausbildung als Elektrotechniker mit Bachelorabschluss und Meisterausbildung für Elektroberufe integriert vermittelt wird. Einzelne Module wurden bereits in Polen in Posen erprobt. Mit den dualen Studiengängen ist zugleich ein Innovationstransfer und die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in Unternehmen verbunden, denn alle Seminararbeiten, Bachelorarbeiten und so weiter werden im Unternehmen vom Studenten durchgeführt mit Begleitung der Dozenten und Professoren aus den Hochschulen. Die integrierte Meisterausbildung mit Hochschulabschluss bedeutet automatisch, dass wir eine internationale Anerkennung der Meisterausbildung erreichen und die Meisterausbildung auf Hochschulebene ansiedeln und damit eine sehr attraktive Ausbildung für junge Menschen durchführen können. Und die Unternehmer sagen uns, wir gewinnen dadurch Unternehmer und Führungskräfte mit praktischer Ausbildung und praktischen Erfahrung und herausragenden Qualifikationen. Eine großartige Chance für Jugendliche, für Berufsschulen mitmachen, für Hochschulen und auch für Kammern und Unternehmen. Die Kammern sind sehr wichtig, weil sie die Unternehmen für diese Ausbildungsgänge gewinnen müssen und sie dabei
auch beraten. Dreistufige Branchenkompetenzzentren zur Innovationsförderung und kompetenzorientierten Qualifizierung erlauben uns, die Herausforderungen von heute und morgen gut zu meistern. Denn kleine und Mittelunternehmen erhalten darüber alle Dienste passgenau und just in time aus einer Hand. Und das ist für die kleinen und Mittelunternehmen besonders wichtig. Wie sieht nun die vierte Stufe eines die dritte Stufe eines Branchenkompetenzzentrums aus? Es sind hier vier Partner, die zusammenarbeiten müssen in einem Innovations- und Bildungszentrum für Exzellenz und Kompetenz. Einmal die Kammer mit den Aufgaben, Ausbildungsplätze in Unternehmen zu gewinnen, Beratung der Unternehmen, Organisation der Berufsbildung, die ja hier integriert ist. Dann als Partner für die ersten beiden Jahre Berufsschulen, die im Rahmen der zweijährigen dualen Berufsausbildung den theoretischen Berufsunterricht durchführen. Als dritter, ganz, ganz wichtiger, unerlässlicher Partner die Universitäten, die einmal bei der Entwicklung von Curricula helfen, aber vor allen Dingen auch die dualen Studiengänge durchführen und Innovationsförderung in kleinen und mittleren Unternehmen realisieren. Die drei Partner, Kammern, Berufsschulen und Universitäten, müssen hier in der dritten Stufe eines Branchenkompetenzzentrums zusammenarbeiten. Verwaltung und Politik haben dabei die Aufgabe, durch Anpassung der nationalen Gesetze diese Realisierung zu ermöglichen und dann auch die Durchführung zu fördern und zu unterstützen. Und so sieht dann die Tätigkeit eines Branchenkompetenzzentrums auf. Akteure sind, wie ich bereits sagte, Berufsschulen, dann kleine Mittelunternehmen als Ausbildungspartner und die Kammern, Universitäten und Hochschulen und Verwaltung und Politik als Förderer und Unterstützer. Vier Aufgaben werden von diesen Akteuren im Rahmen einer neuen Berufsbildung bewältigt, nämlich eine duale Berufsausbildung, Intensivierung beruflicher Weiterbildung, Durchführung dualer Studiengänge und gleichzeitig Innovationsförderung und Forschungs- und Entwicklungsaufgaben für kleine Unternehmen. Aber über diese Wege entstehen regionale Innovations- und Bildungszentren mit höchster Kompetenz, die für die regionale Entwicklung der Wirtschaft von ausschlaggebender Bedeutung sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war der Mann, der den ersten Stein vortrug, der den ganzen Berg wegräumte. Ich finde, es ist an der Zeit, lasst uns die Steine wegräumen, die im Weg noch liegen und damit sofort dreistufige Branchenkompetenzzentrum zu bauen. Ich hoffe, das ICC4WET-Projekt bringt die Steine in Bewegung und erlaubt die Realisierung. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte vergessen Sie nie, kleine und mittlere Unternehmen tragen Europa. Die kleinen und mittleren Unternehmen bauen Zukunft mit dreistufigen Branchenkompetenzzentren.